Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns im Stadtstudio in den Sparkassen-Arkaden. Bei mir zu Gast heute Christian Holzer. Kennt man vielleicht nicht in der Funktion, in der ich ihn heute als Gast hier habe, eher in einer anderen, weil er nämlich auch politisch aktiv ist. Aber das spielt heute keine, oder sagen wir mal, eine untergeordnete Rolle. Herzlich willkommen, Herr Holzer, hier bei uns. Hallo. Und ich habe jetzt den Namen gesagt, aber sagen Sie mir doch mal ganz kurz oder unseren Zuschauern, wofür Sie stehen, wofür Sie heute bei uns sind. Wenn ich sage AWO, dann ist das zwar ein Kürzel, mhm, und doch wissen wir nicht so ganz genau, ja, was ist AWO. Genau. Ja, ich bin heute hier für die AWO im Landkreis Karlsruhe. Ich bin Geschäftsbereichsleitung für den hauptamtlichen Teil, die AWO Soziale Dienste. Die AWO hat hier verschiedene Gesellschaften. Wir sind ja ein professioneller sozialer Dienstleister. Wir haben unter anderem im Landkreis Karlsruhe Kitas, Schülerhorte, Zwergenstube, Jugendzentren, das ist der Kinder- und Jugendbereich. Wir haben auch den Bereich Gesundheit und Pflege mit Sozialstationen, betreuten Wohnanlagen, stationären Pflegeeinrichtungen, unter anderem auch hier in Bruchsal unter Krombach. Wir haben eine Integrationsküche, eine Großküche. Da werden Kitas und Seniorenzentren mit Essen beliefert. Oder das nachhaltige Kaufhaus wird vielen Begriff sein, direkt am Siemenskreisel, die Schatzgrube. Wir haben darüber hinaus den gesamten ehrenamtlichen Bereich mit Ortsvereinen und Kreisverbänden, wo sich über 2000 Mitglieder auch engagieren. Und in dem Hauptamtlichen, das ich kurz angeschnitten habe, haben wir knapp 1000 Beschäftigte im Landkreis Karlsruhe. Jetzt fasse ich es mal zusammen und Sie können mir recht geben oder sagen, um Himmels Willen nein. Okay. Ist es sowas wie die Caritas aufgestellt in der Gesamtbetrachtung, die ja ähnliche Dienste haben? Ja, so kann man das durchaus sehen. Wir sind alle Teil der Liga, der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege. Da gehört die Caritas dazu, die Diakonie dazu, unter anderem auch die AWO. Und wir kümmern uns um unter anderem die, die Hilfe brauchen, die auf Unterstützung angewiesen sind und engagieren uns darüber hinaus auch im Bildungsbereich, sprich bei Kitas und bei Schülerhorten. Dann haben Sie vermutlich nicht nur alleine das Problem, über das wir heute sprechen wollen, sondern da sitzen Sie vermutlich gemeinsam in einem Boot, auch mit anderen Anbietern dieser Dienste. Trotzdem noch mal kurz die Frage, die AWO. Alle wissen dann AWO, ja, da sprechen wir alle wie selbstverständlich drüber, ja, bei der AWO. Mhm. Und Sie sagen selber die Schatzgrube, ja, bei der AWO. Mhm. Übersetzt heißt es Arbeiterwohlfahrt. Genau. Sind da die Wurzeln? Genau, die Gründerin war die Marie Juchat. Vor über 100 Jahren hat sie die Arbeiterwohlfahrt gegründet, weil sie die Arbeiterklasse fördern und unterstützen wollte. Ihr Ziel war, dass alle ein gutes Leben auch haben können. Und sie war auch eine Kämpferin für Demokratie und Wohlstand für alle. Das hat sich mittlerweile etwas verändert, vermutlich, und damit auch die Orientierung ihrer Tätigkeitsfelder, die sich hier ich sage jetzt mal, wie Sie es ja eben auch dargestellt haben, sozialen Diensten widmet. Ja, dann sind Sie mit Ihren Tätigkeiten, mit Ihrem Portfolio am Ende doch wieder dort gelandet, wo es die Gründerin eigentlich ursprünglich verortet haben wollte. Sie sind wieder dort bei den sozialen Diensten und Leistungen, wie es eigentlich ursprünglich auch angedacht war. Ja, ich bleibe mal bei der Öffentlichkeitsarbeit der AWO, die sagt, der Letzte macht das Licht aus. Das ist natürlich schon sehr plakativ. Mhm. Das konnte ich nachlesen und dachte, Sie schließen jetzt den Laden. Was ist damit gemeint? Ja, also wenn tatsächlich der Bundesfinanzminister dabei bleibt und der Bundestag den Bundeshaushalt nicht verbessert. Also nach der Sommerpause wurde der Bundeshaushalt eingebracht und da sind enorme Kürzungen im Sozialbereich vorgesehen. Unter anderem sollen Gelder eingespart werden bei der Migrationsberatung, bei den ganzen Freiwilligkeitsdiensten. Und das wäre eine Katastrophe für die Wohlfahrtsverbände und für den sozialen Bereich, weil wir auf die Unterstützung auch angewiesen sind. Und so können wir auch die Dienstleistungen vor Ort durchführen. Und daher wollen wir jetzt auch gerade bis
der Bundestag tatsächlich das Gesetz, also der Haushalt, dann auch tatsächlich beschlossen wird, nochmal dafür werben bei den Abgeordneten, dass die Kürzungen vielleicht nicht so drastisch ausfallen, wie es aktuell im Gesetz steht. Wir sind klar, wir sind gemeinsam vor großen Herausforderungen, was die Ausgaben angeht, bundespolitisch. Aber dass man jetzt nicht an Stellschrauben Geld versucht einzusparen, die gerade eigentlich gebraucht werden, gerade im sozialen Bereich. Und wenn wir an Freiwilligkeitsdienste denken, da brauchen wir eigentlich mehr Geld und mehr Unterstützung, damit wir die Dienstleistung überhaupt aufrechterhalten können auch teilweise. Das ist eine wichtige Stütze und wir kennen Diskussionen mit einem Pflichtjahr. Und da wäre es eigentlich kontraproduktiv, jetzt in den Bereichen auch Geld einzusparen. Auch unter anderem so ein Förderprogramm komplett eingestellt werden, das die Wohlfahrtsverbände bei der Digitalisierung, bei der Zukunftsfähigkeit unterstützt. Nun ja, wenn es die Wohlfahrtsverbände, weil wir einfach auch große Herausforderungen haben, was Mitglieder angeht, was auch Fachkräfte angeht oder allgemein Arbeitskräfte angeht, dann machen wir tatsächlich bald das Licht aus, wenn wir da auch nicht entsprechend die Unterstützung erfahren. Jetzt sind Sie da natürlich in guter Gesellschaft. Ich lese täglich von irgendwelchen Gruppen, Institutionen, Firmen, Vereinen, die könnten auch alle das Licht ausmachen. Also im Moment zieht wohl jeder, aber jeder für sich an seinem eigenen Strang. Die Gastronomie will die Mehrwertsteuererhöhung nicht bezahlen, die Hotellerie, eigentlich die Vereine, die keine Ehrenamtlichen mehr beschäftigen können oder wollen, die Unterstützung versagt, die viel Strom brauchen, brauchen billigen Strom, die Corona-Soforthilfe muss jetzt zurückgezahlt werden in vielen Teilen derer, die es bekommen haben. Haben Sie auch eine Idee, wo das Geld herkommt? Ja, also grundsätzlich, daher war mir auch wichtig zu betonen, gemeinschaftlich muss das Problem angegangen werden und dass zumindest das nicht so drastisch ausfällt, weil wir durchaus sehen, die Herausforderungen sind groß. Wir wissen noch nicht, wie sich tatsächlich die Wirtschaft entwickelt. Die Wirtschaftsweisen sagen jetzt wieder ein Wirtschaftswachstum von knapp 1% voraus. Wir sind nach wie vor ein Motor innerhalb von Europa und haben eine starke Wirtschaft. Ich glaube, was wichtig wird in Zukunft, mehr zu unterscheiden, wo wir unsere Prioritäten darauf legen beim Geld ausgeben. Und wenn wir an den sozialen Bereich denken, an die Gesundheit und auch an den Pflegebereich, sind das gerade Bereiche oder auch der Gesundheitsbereich, also mit Krankengesellschaft, wo eine Priorität haben sollte, weil hier mit Sicherheit auch eine große Zufriedenheit der Bürger auch hergestellt werden kann. Und wir können natürlich auch nur unsere Dienstleistung aufrechterhalten, wenn es zum einen die staatlichen Rahmenbedingungen das auch hergeben. Also wenn ich jetzt an den Bereich Pflege denke, da gibt es jetzt einen kleinen Exkurs, was jetzt nicht unmittelbar mit unseren Forderungen auf den Bundeshaushalt zu tun hat. Vielleicht doch auch, weil da bräuchte man einfach mehr Geld. Die Pflege wird einfach unbezahlbar. Das ist der erste Punkt. Da rede ich aus der Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner. Die haben die Pflege zu bezahlen, die Unterkunft und Verpflegung und jetzt die Investsätze, die deutlich steigen, weil die Baukosten in die Höhe gehen bei neuen Einrichtungen oder auch bei Sanierungen. Also dass man 2.000 bis 3.000 Euro aus eigenen Mitteln finanzieren muss. Das ist eine große Hausnummer und gleichzeitig die Herausforderung in der Pflege, dass Arbeitskräfte fehlen und gleichzeitig nimmt der Anteil derjenigen Personen zu, die eigentlich Unterstützung braucht im ambulanten Bereich, also in der häuslichen Pflege, aber auch im stationären Bereich. Und das wird eine wirkliche Katastrophe die nächsten Jahre werden, weil die Leute einfach nicht mehr gepflegt werden müssen, oder können, nicht müssen, sondern die können nicht gepflegt werden. Da müssen wahrscheinlich dann auch wieder die Angehörigen einspringen, mehr einspringen. Gleichzeitig wieder Dilemma. Wir brauchen eigentlich jede Arbeitskraft auch auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft. Da haben wir eh schon unbesetzte Stellen und jede unbesetzte Stelle sorgt auch gleichzeitig dafür zu einer schrumpfenden Wirtschaft, weil einfach die Wirtschaft nicht angekurbelt werden kann. Also das ist so ein gewisser Teufelskreislauf. Gleiches ist in der Kita der Fall. Wenn wir die Betreuung nicht aufrechterhalten können, müssen auch hier die Eltern natürlich ihre Kinder betreuen. Sie können dann nicht arbeiten gehen. Und somit fehlt auch da die Arbeitskraft der Wirtschaft. Daher ist es doch auch umso wichtiger, dass in dem sozialen und im Pflegebereich hier die Rahmenbedingungen stimmen, dass wir
die Menschen, die arbeiten gehen können, auch hier unterstützen und entlasten können. Also ich denke, das sind wir alle in einem Boot und alles ist miteinander auch verknüpft. Aber diese Gruppen werden sich ja vermutlich in Berlin sehr inständig darüber unterhalten und um die Kuchenstücke kämpfen, um die einzelnen. Ist das jetzt natürlich eine grundsätzliche Verschiebung von Schwerpunkten? Wir wollen der Ukraine helfen, wir wollen die Kitas gut besetzen, wir wollen im Gesundheitswesen helfen, wir wollen in der Pflege helfen. Also überall ist aber die Forderung nach Geld die Überschrift. Deswegen nochmal die Frage, woher soll es denn kommen? Sie selbst sind ja auch politisch aktiv und Sie haben ja, oder wir wissen ja, wir haben ja auch soziale Komponenten in unserer Bundesregierung, die kämpfen vielleicht untereinander in der Ampel. Sehen Sie das dann mit Schmerzen, dass man da vielleicht an der Stelle, für die Sie jetzt ja eintreten, vielleicht nicht den richtigen Schwerpunkt sieht? Also mit Sicherheit ist es so, jede Interessensgruppe kämpft natürlich zunächst für ihre Interessen. Mir ist es in der politischen Arbeit durchaus immer wichtig, dass nicht nur jeder aus seinem Blickwinkel für seine Interessen kämpft. Letztendlich sind wir eine Gesellschaft und müssen am Ende doch alles wieder unter einen Hut bekommen, weil sonst zerlegen wir uns selber. Daher, aber wenn jeder ein Stückle was zurücknimmt von seiner Forderung, und deswegen nochmal ganz zu Beginn hatte ich auch gesagt, zumindest, dass es nicht ganz so drastisch ausfällt. Wir bleiben nicht bei der ursprünglichen Anzahl an Freiwilligkeitsdiensten. Insgesamt sollen 30.000 Stellen gestrichen werden. Wenn man zumindest es durch unser Engagement jetzt es schafft, gemeinsam mit allen Wohlfahrtsverbänden, dass es dann vielleicht nur 10.000 Stellen wegfallen, dann haben wir da auch schon mal viel erreicht, um die Stellen zu halten. Mit Blick auf das Geld, wo das herkommen soll, braucht es erstens die Prioritätensetzung, zweitens eine Reform der Erbschaftssteuer, ein sehr empfindliches Thema, wo wir auch demnächst eine Diskussionsveranstaltung dazu haben werden. Nach wie vor ist ein Großteil der Beträge, die vererbt werden, gehen doch steuerfrei zur nächsten Generation über, sodass es hier eine Reform braucht und gleichzeitig die Konzerne und auch die Leute, die wirklich gut verdienen. Und ich meine jetzt nicht den Mittelstand, sondern Unternehmen, die jetzt auch gerade in der Krise stark verdient haben, dass die zur Kasse gebeten werden. Und da zählen die Energiekonzerne mit dazu und auch der ganze Ölbereich mit dazu, die wirklich jetzt große Gewinne auch eingefahren haben. Und das müssen wir auch abgreifen, dass das der Gemeinschaft auch wieder zufließt. Und da sehen wir einfach noch Möglichkeiten, um das auszuschöpfen. Wichtig war jetzt auch die globale Mindeststeuer, die mindestens 150 Länder beschlossen haben, dass man da zumindest den global agierenden Unternehmen auch Schranken aufweist und sie sich nicht in Länder zurückziehen, wo sie keine Steuern bezahlen. Und daher sehen wir daher noch Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, die dann auch wieder umverteilt werden können. Weil nur durch den sozialen Frieden schaffen wir auch Zusammenhalt im Land. Das sind jetzt natürlich hehre Ziele und Vorstellungen, die wohl auch bei der Bundesregierung nicht unerkannt sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber wir alle wissen doch, weil Sie jetzt Thema Erben angesprochen haben, da geht es ja jetzt nicht um das Häuschen von der Oma, sondern ich glaube, es geht um die richtig dicken Brummer, die Konzerne oder die riesigen Betriebe, die riesige Vermögen möglicherweise zu vererben haben. Das ist ein Thema für sich, in der Tat. Da sehen wir uns vielleicht dann bei anderer Gelegenheit. Sie haben aber auch angesprochen, die 30.000 oder 35.000 geplanten zu streichenden Freiwilligenplätze, nennt man das wohl. Helfen Sie uns da mal noch ein bisschen weiter. Was sind denn freiwillig, heißt ja kostenfrei. Ja, genau. Die Freiwilligendienste sind letztendlich aus dem Zivildienst entstanden, also freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr. Die oftmals jungen Menschen sind dann in Pflegeheimen, unterstützen die in Krankenhäusern, in Kitas, also alles im sozialen, gemeinnützigen Bereich. Und diese Unterstützung ist enorm wichtig,
beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, die helfen, das Essen zu reichen, das Essen auf die Stationen zu bringen, wo Beschäftigte auch fehlen. Und gleichzeitig ist es für die jungen Menschen, die nach der Schule noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, ein gutes Jahr der Orientierung, in dem sie Alltagsluft schnuppern und gleichzeitig haben sie in der Zeit auch Seminare und Fortbildungen, die sie besuchen müssen. Und genau für diese Fortbildungen soll das Geld auch gestrichen werden, sodass wir weniger Plätze auch anbieten können. Also so ist der Geldfluss. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, freiwillig heißt nicht kostenfrei, es kostet trotzdem was, genau. Aber nicht die Welt. Das sind ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen belegt, wenn ich jetzt sage billige Arbeitskräfte. Nee, es ist ein soziales Jahr. Das lasse ich auch gerne so stehen. Und wer es macht, macht es ja freiwillig. Zu bestimmten Bedingungen. Die sind aber so, dass sie mir jetzt eigentlich finanzierbar erscheinen. Das sind so viele Menschen, die da möglicherweise mitwirken würden für ein kleines Geld. Wäre es vielleicht hier an genau dieser Stelle, breche ich mal eine Lanze für Sie, ist nicht genau da falsch gespart und hilft es nicht all denen in der Pflege, wenn sie solche Helfer an ihrer Seite haben? Und die könnten dann vielleicht leichter arbeiten? Also sie würden uns enorm Entlastung bringen, die FSJ-Kräfte, die ja auch ein Taschengeld bekommen. Das zahlt auch jede Einrichtung aus eigenen Mitteln an die FSJ-Kräfte. Und natürlich würden sie uns enorm Entlastung bringen. Oder auch in den Kitas werden FSJ eingesetzt, die dann auch dort bei der Essensreichung, beim Mittagstisch helfen. Oder wenn tatsächlich mal jemand ausfällt, dass man zum einen Tag eine FSJ-Kraft zur Seite stellt, dass sie auch immer zu zweit die Betreuung gewährleisten können und auch gleichzeitig, das bedeutet dann auch wieder, dass wir die Öffnungszeiten auch garantieren können. Daher ist es eigentlich wichtig, dass wir die Stellen halten, um unsere Dienste auch aufrechterhalten zu können in diesen Bereichen. Also da spreche ich jetzt speziell aus AWO-Sicht, weil wir FSJ-Kräfte in der Pflege einsetzen, im stationären Pflege oder auch bei Schülerhorten und Kitas, wo sie uns mit unterstützen. Sie sprechen jetzt natürlich erstmal für den gesamten sozialen Bereich, aber wenn wir konkret werden und bleiben jetzt mal im Landkreis Karlsruhe oder hier in Bruchsal, Sie sagen, Sie selbst können diese Kräfte ja einstellen und beschäftigen. Aber dann können sie es nicht mehr. Warum? Weil die Zuschüsse dann nicht mehr fließen? Oder wo ist das Problem? Genau. Also die Kosten würden dann für die Träger, also auch für die AWO dann steigen, weil den Kostenzuschuss gibt es für die Unterrichtung. Es gibt nämlich Pflichtseminare, die besucht werden müssen von den FSJ-Kräften. Also in der Zeit sind sie auch gar nicht in der Einrichtung selbst, wo sie mit unterstützen, sondern bei uns sind sie dann beim AWO-Bezirk, die das dann zentral für alle AWO-Kreisverbände im Land, in Baden dann auch organisiert. Und hier fließen Mittel vom Bund. Und wenn hier die Mittel mehr fließen, könnte man natürlich sagen, dann muss es eine Umlage innerhalb der Wohlfahrtsverbände geben, die das dann wieder aus eigenen Mitteln finanzieren. Aber wo soll das Geld tatsächlich bei uns herkommen? Wir haben große Herausforderungen in der Pflege. Wir haben jetzt dieses Jahr über 400 Pflegeeinrichtungen oder Gesellschaften haben in Deutschland schon Insolvenz angemeldet. 400 Insolvenzen in der Pflege. Wir haben darüber hinaus gerade jetzt einen Bericht gehört von der Diakonie Deutschland, dass es da große im ambulanten Bereich große Liquiditätsprobleme gibt. Und gleiche Entwicklungen sehen wir auch, dass gerade diesem Bereich eigentlich das Geld fehlt. Daher haben wir eigentlich nicht die Mittel, um hier einen Beitrag zu leisten, um zu unterstützen. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Schuldenbremse, denn die haben sie auch im Visier, wenn sie sagen, ja, dreht halt mal an der Schraube. Verhält sich da ein Finanzminister ein bisschen störrisch in ihren Augen oder wäre damit plötzlich alles gelöst, indem wir einfach Schulden machen? Nun ja, man muss natürlich die Schulden schon im Blick haben. Wir können nicht unendlich viel Schulden machen, auch auf Bundesebene nicht. Und daher ist es schon auch wichtig, dass wir jemanden haben, der sich konsequent ins Auge nimmt. Das möchte ich gar nicht kritisieren und kritisiere auch gar nicht, dass man auch kritisch mal blickt, welche Ausgaben tatsächlich sinnvoll sind oder nicht. Ich denke, das wird notwendig sein in der Zukunft. Wir können uns nicht mehr alles leisten. Wir brauchen eine Aufgabenkritik tatsächlich, weil in den vergangenen Jahren durchaus, was immer ein Ruf nach
mehr Staat. Der Staat soll das übernehmen, die Finanzierung übernehmen. Aber die finanziellen Mittel sind einfach begrenzt und auch dem Staat, dem öffentlichen Dienst fehlen Personen, um die Aufgaben tatsächlich erledigen zu können. Daher ist diese Kritik natürlich wichtig. Aber gleichzeitig darf man nicht zu stürrisch sein. Wir haben große, multiple Krisen. Und gleichzeitig sollte man eigentlich ja in Krisen auch investieren. Dieser wirtschaftlichen Impuls fehlt bisher, dass man Konjunkturpakete macht, um hier die Wirtschaft auch wieder anzukurbeln. Das ist bisher ausgeblieben. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit aus meiner Sicht gewesen, zu sagen, man setzt nochmal die Schuldenbremse aus, natürlich auch wieder limitiert auf einen gewissen Betrag, weil es einfach große Herausforderungen sind, wo wir aktuell haben. Aber grundsätzlich muss man es ja schon im Blick haben. Also es ist ein Für und Wider. Jetzt sind Sie natürlich, und da wird es politisch, nicht nur bei der AWO tätig. Sie sind auch politisch tätig, habe ich gesagt, auch wenn es hier jetzt heute nicht das zentrale Thema sein soll. Trotzdem die Frage, Sie sind ja bei der SPD aktiv. Jetzt haben wir einen SPD-Bundeskanzler und genau an der Stelle verabschieden wir uns gerade vom Sozialstaat. Natürlich schmerzt ein Stück weit, dass ausgerechnet ein sozialdemokratischer Kanzler den Weg vielleicht auch ein Stück mitgehen muss. Es ist natürlich eine Koalition, gerade aus drei unterschiedlichen Parteien, immer sehr schwierig. Man hat den Koalitionsvertrag, wo man sich auf Projekte verständigt. Natürlich macht man dann auch immer Zugeständnisse. Und da steht natürlich drin, die Schuldenbremse soll unangetastet bleiben. Daher ja, ist es einfach zum politischen, wo das dazugehört, es dann auch auszuhalten. Aber natürlich freut es die Sozialdemokratie nicht. Und daher ist die Hoffnung da, dass es noch einen Umbruch gibt in den Haushaltsverhandlungen. Übermorgen wird es dann im Haushaltsausschuss nochmal die Änderungen beraten, in der Hoffnung, dass es da auch nochmal Anpassungen gibt. Nachdem ja vergangene Woche eine Prognose auch war, dass eventuell mehr Steuereinnahmen zu erwarten ist. Ändert sich tatsächlich täglich. Der Haushaltsentwurf, wie wir gesagt haben, war vor der Sommerpause. Zugrunde gelegt wird dann auch immer noch mal die Novembersteuerschätzung, sodass da durchaus die Hoffnung da ist, dass man hier noch die Ansätze entsprechend auch anpasst. So ehrlich muss man sein, auch in den letzten 2 Jahren wurde immer wieder versucht, die Freiwilligkeitsdienststellen zu streichen. In den vergangenen Jahren ist es dann tatsächlich beim Beschluss nicht dazu gekommen. Und so hoffen wir auch dieses Jahr, dass es dann am Ende nicht dazu kommt. Aber dafür ist Engagement notwendig, weil wenn sich die Zivilgesellschaft oder die Wohlfahrtsverbände nicht dafür einbringen, könnte natürlich das auch ein Signal an die Politik sein, naja, es schmerzt anscheinend ja doch nicht so, daher können wir da auch durchweg den ein oder anderen Euro streichen. Und das wollen wir eben nicht, weil sonst wird es eine langfristige Geschichte. Liebe Zuschauer, das war Christian Holzer, er war hier für die Arbeiterwohlfahrt und hat für Sie eine, nicht nur für Sie, sondern für das gesamte soziale Umfeld eine Lanze gebrochen und sich ins Zeug gelegt, weil er sagt, wenn wir hier sparen, sparen wir an der falschen Stelle und da müsse es einen Ausgleich geben vieler Interessen. Jeder will irgendwas, jeder will mehr, keiner kann was zurückgeben. Niemand hat was übrig, alle brauchen Geld, aber er sagt, im sozialen Bereich ist es vielleicht genau der falsche Ansatz, ausgerechnet dort die Sparschraube anzudrehen, da gäbe es andere Möglichkeiten und das hätte Langzeitwirkungen, die dann auch auf das soziale Gefüge am Ende des Tages sehr starken Einfluss nehmen würden und damit auch das Gefüge aus dem Lot gerät. Ja, ich denke, er hat ein Stück weit vermutlich recht aus seiner Sicht. Und wenn wir hier jemanden haben vom Klimaschutz, wird er uns Ähnliches sagen. Und leider ist es so, dass viele am gleichen Geld des Finanzministers Anteil haben wollen. Und deswegen sagt er auch, man kann sich dem nicht einfach klaglos hingeben, sondern man muss auch laut sein und man muss sich auch Gehör verschaffen. Ansonsten denkt er am Ende
alles halb so wild, die meckern ja gar nicht. Insofern ist es ein guter Aufruf an dieser Stelle zu sagen, nee, so geht's nicht. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können und ich denke, wir haben noch viel Gelegenheit, bis zu den letzten finalen Sitzungen uns darüber ein paar Gedanken zu machen. Entscheiden werden wir es am Ende nicht. Alles liegt in Berlin und da werden wir uns damit zurechtfinden müssen. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.